Ich freue mich jetzt, dir, Franz, das Wort zu übergeben. Du wirst die drei Motionen, die ihr aber beide gleichermaßen vertritt, wirst du präsentieren. Vielen Dank. Ja, besten Dank, Stefan Rietiker, geschätzte Damen und Herren. Ja, ich möchte Ihnen ganz kurz diese drei Motionen. Was ist eine Motion? Eine Motion ist ein Antrag auf eine Gesetzesänderung. Und Marco Chiesa und ich, wir werden das noch diese Session, also jetzt in der Wintersession, die hat erst gestern begonnen, also die nächsten zweieinhalb Wochen werden wir das einreichen und diese Motion geht nachher zum Bundesrat. Der Bundesrat muss eine Antwort geben auf unseren Antrag und am Schluss kommt das Ganze dann ins Parlament und wird dort beraten und dann sowohl Nationalrat wie Ständerat können dann darüber entscheiden, ob sie unseren Anträgen Folge leisten wollen oder nicht. Diese Motionen sind entstanden auch im Nachgang zu zwei sogenannten Interpellationen, die eingereicht wurden. Interpellationen sind Fragen an den Bundesrat. Ich habe eine erste eingereicht in der ersten Jahreshälfte, dann eine zweite in der Herbstsession. Sie können die Antworten des Bundesrates nachlesen, wenn Sie auf parlament.ch gehen, geben Sie einfach WHO ein und Grüter und dann finden Sie diese Interpellationen und Sie finden dann auch die Antworten des Bundesrates, die, und ich glaube, hier bin ich nicht allein, sehr, sehr dürftig sind. Also vor allem die erste Interpellation, die ersten Fragen hat der Bundesrat ganz einfach gesagt, geht auf die BAG-Webseite und lest dort alles nach, dort steht alles, was wichtig ist. Und das sind eigentlich nicht die Antworten, die ich vom Bundesrat erwartet hätte. Nun, in aller Kürze, was beantragen wir? Die erste Motion ist ohne Parlament keine Verhandlungen mit der WHO. Ich weiß gar nicht, ob der Text hier der Text ist eingeblendet, Sie können das lesen. Ich möchte vorausschicken, dass wir hier also nicht alleine sind. Es hat zwischenzeitlich Estland und auch die Slowakei entschieden, diesen Vertrag nicht zu unterzeichnen. Das ist ganz wichtig. Es zeigt, dass wir hier nicht alleine sind. Es ist ja auch so, und das spüre ich natürlich, der Bundesrat und auch Teile der Verwaltung versuchen uns natürlich hier in eine Ecke zu drängen. Oder? Das spüre ich. Also man hat irgendwie den Eindruck, wenn man hier kritisch ist, wir seien irgendwie Sektierer und irgendwie Verschwörer und das sind wir ja nicht, sondern wir machen uns ernsthafte Sorgen darüber, dass wir hier die Hoheit verlieren. Wir wollen, dass der Bundesrat die Verhandlungen unterbricht, dass er diese Verträge nicht unterzeichnet. Das ist also quasi die Reißleine, die wir hier ziehen wollen. Und wir wollen, dass das Ganze ins Parlament kommt. Und jetzt muss ich hier nochmal erwähnen, dass dieser Vertrag rein gemäß der Verfassung eigentlich in der Kompetenz des Bundesrates liegen würde, das zu unterzeichnen. Er müsste das nicht ans Parlament bringen. Das ist ein sogenanntes Soft Law, ein weiches Gesetz. Das gilt normalerweise, wenn es Vereinbarungen, internationale Verträge sind, die einfach Empfehlungen beinhalten, wo der Bundesrat dann immer sagt, ja gut, das sind ja nur Empfehlungen, das ist Soft Law, deshalb können wir das unterzeichnen, wir müssen es auch nicht ins Parlament bringen. Hier ist es aber eben so, wenn jetzt dieser Pandemievertrag unterzeichnet würde, dort steht zum Beispiel drin, dass die Staaten, die Unterzeichnerstaaten, inskünftig völkerrechtlich verbindlich diese Empfehlungen übernehmen müssen. Also jetzt wird plötzlich aus einer Empfehlung wird eine völkerrechtliche Pflicht. Und der Präsident von Pro Schweiz, Herr Rietiker, hat es erwähnt, oder? Die Staaten sollen sich verpflichten, abweichende Informationen zu bekämpfen. Also wenn in den sozialen Medien Informationen veröffentlicht würden, die nicht dem Gedankengut der WHO entsprechen könnten, müssten dann diese bekämpft werden. Das ist ja ein eigentlicher Zensurartikel.
Die Entscheidungen werden vom WHO-Generaldirektor gefällt. Es gibt zwar einen Notfallausschuss, aber am Schluss entscheidet der Generaldirektor der WHO selber, ob jetzt eine Pandemie ist oder nicht. Das ist also wie ein Julius Caesar, oder? Daumen hoch oder Daumen runter. Und hier in der Schweiz haben wir natürlich ein Epidemiengesetz, und das, zu dem komme ich, das ist der zweite Vorstoß. In diesem Epidemiengesetz, das wurde 2012 verabschiedet, das ist gültig, dort drin steht, dass die Schweiz Pandemien ausruft, gestützt auf die Empfehlungen der WHO. Und damit hat eigentlich dieser Pandemievertrag eigentlich eine gesetzliche Wirkung, weil alles, was dort empfohlen oder angeordnet wird, wir gemäß Epidemiengesetz übernehmen müssen. Und deshalb fordern wir hier, dass der Bundesrat, sowohl Nationalrat, also das Parlament, Nationalrat und Ständerat mit einbezieht, und dass die Öffentlichkeit vollständig und Transparenz über den ganzen Vertrag, den Stand der Verhandlungen informiert wird. Wir haben das gesehen, die meisten Leute kennen das gar nicht hier. 20% der Leute wissen überhaupt Bescheid darüber. Also in der breiten Öffentlichkeit ist das Thema natürlich nicht angekommen. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, und das ist ja auch hier Teil unserer Bemühungen gemeinsam, dass das endet. Also das ist die erste Motion, ist ohne Parlament keine Verhandlungen mit der WHO plus Abbruch. Also darf nicht unterzeichnet werden. Zweiter Punkt, die Schweiz entscheidet, und das ist die zweite Motion, die Schweiz entscheidet bei Pandemien und Epidemien eigenständig, souverän, ohne ausländischen Zwang. Und hierzu wollen wir, dass das Epidemiengesetz geändert wird, dass dieser Passus rauskommt. Und jetzt das Gute ist, das Epidemiengesetz will der Bundesrat so oder so einer Revision unterziehen. Also das Timing hier, das ist aber jetzt ein Zufall, das Timing ist eigentlich für uns hier recht gut, Basis hier einzubringen. Wenn es nicht mit der Motion klappt, können wir das dann auch parallel dazu noch versuchen, im Rahmen der Revision des Epidemiengesetzes diesen Punkt hoffentlich rauszubringen. Das sind die zwei wichtigsten Motionen. Es gibt noch eine dritte, aber dort gehen wir zweistufig vor. Wir wollen, dass die Verträge mit den Impfstoffherstellern offengelegt werden. Das mache ich jetzt den schnelleren Weg. Wir können bei uns im Nationalrat eine sogenannte einfache Anfrage machen. Das ist die Fragestunde im Nationalrat. Das habe ich heute Morgen eingereicht. Ich will vom Bundesrat wissen, ob er bereit ist, diese Verträge offenzulegen. Und das wird dann bereits nächsten Montag in der Fragestunde beantwortet. Aber es ist nur eine Frage. Bundesrat, bist du bereit, die Verträge offenzulegen? Ja oder nein? Und das sollten wir nächsten Montag wissen. Ich weiß die Antwort. Der Bundesrat wird Nein sagen. Dann können wir dann überlegen, ob wir es dann auch noch mittels Motion einreichen. Aber hier sind wir jetzt zweistufig vorgegangen. Ja, das sind die zwei bzw. drei Motionen. Sehr wichtig für uns. Und wir schauen, wie das weitergeht. Jetzt einfach damit ich die Erwartungshaltung noch ein wenig dämpfen kann. Einfach jetzt realistisch müssen wir Folgendes uns bewusst sein. Erstens, der Bundesrat kann 2 Jahre warten, um diese Motionen zu beantworten. Wenn er sie in 2 Jahren, er wird sie sicher beantworten, aber bis es ins Parlament kommt, wenn der Vorstoß nicht in 2 Jahren im Parlament behandelt worden ist, verfällt er. Das ist wie wenn Sie bei der Migros einkaufen und das Ablaufdatum ist abgelaufen, dann darf es nicht mehr, dann kommt es nicht, dann läuft es ab. Das heißt, wenn es aber dann ins Parlament kommt, jetzt sind wir mal Optimisten, wenn es ins Parlament kommt, dann wird es dort behandelt. Wenn es aber abgelehnt werden sollte im Parlament, dann wäre das natürlich dann ein Punkt, wo man entscheiden müsste, wie gehen wir weiter vor. Braucht es allenfalls sogar eine Volksinitiative? Das kann ich und will ich heute jetzt hier gar nicht beantworten. Das ist dann sicher auch eine Frage, die Pro Schweiz sich überlegen muss. Stand heute probieren wir jetzt aber in erster Linie mal dieses Problem hier über das Parlament in den Griff zu bekommen.